Neulich habe ich bei mir auf Twitch nichtsahnend die Paradox Announcement Show geschaut und dachte mir, oh ja, da kommt wahrscheinlich ein bisschen Crusader Kings, ne, so ein bisschen Mittelalter, paar schöne Excel-Tabellenspiele, genau was ich mag. Und dann sah ich plötzlich diese bombastischen Mech-Schlachten und dachte mir, okay. Und dann hat jemand auch noch im Chat geschrieben, du weißt schon, dass man das gerade schon spielen kann. Einfach so, ne? Und ein paar Monate später ist die gesamte deutsche Strategiespielszene im Mechabellum-Fieber. Befeuert auch durch solche unschuldigen Discord-Konversationen hier, wo ich mir dachte, der Johnny, der spielt doch ganz gern Autobattler. Vielleicht wäre das ja was für ihn. Und jetzt hat er dreimal so viel gespielt wie ich und ist viel besser. Was habe ich da nur angerichtet? Aber das sind ja Details. Ich habe sogar mit Paradox drüber geredet, die das Ding publishen, die mir gesagt haben, ja, uns ist das aufgefallen, was da in Deutschland passiert und wir haben uns sofort an eine bessere deutsche Übersetzung gesetzt. Also dachte ich mir, höchste Zeit für ein Video, wo wir uns mal anschauen, warum dieses Spiel gerade so aus dem Nichts kam und solche Wellen schlägt. Ich muss dabei aber zwei Disclaimer voranschicken. Der erste ist, schaltet nach dem zweiten nicht ab. Und der zweite ist, das sieht vielleicht auf den ersten Blick aus wie ein Echtzeitstrategiespiel, ist aber keins. Es ist ein Autobattler. Ähnlich wie Teamfight Tactics zum Beispiel. Man platziert seine Truppen, sie marschieren dann automatisch zum Feind und greifen immer den nächstgelegenen Gegner an, versuchen so zur Basis des Gegners vorzudringen und die zu zerstören. Wenn einer von diesen beiden Pylonen vernichtet wird, kriegen gegnerische Einheiten kurzzeitig einen massiven Debuff, der es dir leichter macht, den Rest der Schlacht zu gewinnen. Du steuerst die Einheiten aber nicht direkt und es gibt manchmal Momente, wo du denkst, oh Gott, geh doch jetzt nicht nach rechts zum Feind, geh weiter zur Basis, nicht da lang, nur weil der einen Zentimeter länger näher da ist als die Basis. Solche Momente gibt es, aber es gibt auch eine ganze Menge Tiefgang. Und gut, dass es ein Autobattler ist, beantwortet ja schon mal die erste Frage, warum Mechabellum so erfolgreich ist. Denn auch wenn das Wort bei manchen Strategiespielern sicher Abwehrreflexe auslöst, die ich auch gut verstehen kann. Ich will doch meine Truppen selber steuern, was soll das? Sind Autobattler ein sehr erfolgreiches Genre, gerade Teamfight Tactics ist ein sehr erfolgreiches Spiel. Mechabellum bietet aber auch was für Leute, die damit vielleicht bislang nicht so viel anfangen konnten. Und ich finde, es hat mich als RTS-Spieler erstmal sehr bei dem gepackt, warum ich doch damals ganz früher ursprünglich überhaupt in dieses Genre gekommen bin, als Mensch der simplen Freuden, nämlich, boah, geile Schlachten. Es ist einfach cooler, fette Mechs irgendwo zwischen Total Annihilation und Supreme Commander aufeinander zu hetzen, statt League of Legends Champions. Finde ich zumindest, und ich sage das als jemand, der jahrelang League of Legends gespielt hat. Aber ganz ehrlich, das hier macht halt einfach ein bisschen mehr her. Und wenn man von diesen oberflächlichen Freuden vielleicht mal neugierig gemacht wurde, dann entdeckt man recht schnell, dass Mechabellum auch ohne aktive Einheitensteuerung sehr, sehr, sehr viel Strategie und Taktik bietet. Denn du hast sehr, sehr viele Möglichkeiten. Zwischen jeder Runde rüstest du dein Arsenal auf, indem du neue Truppen freischaltest und kaufst, bestehende mit Upgrades aufrüstest und auch noch eine von vier globalen Upgrades oder Fähigkeiten pro Runde kaufst oder auch nicht, wenn du sagst, du willst das nicht. Obendrein gibt es in deinen beiden Basenpylonen noch die Möglichkeit, dauerhafte oder temporäre Vorteile freizuschalten. Zum Beispiel einfach mehr Lebenspunkte für all deine Einheiten, aber auch Sachen wie, dass du diese Runde, nur diese Runde, mehr oder höherstufige Einheiten kaufen kannst oder dass du zum Beispiel mehr Geld bekommst, diese Runde, dafür aber weniger nächste Runde, wenn du gerade irgendwie verzweifelt bist oder einen letzten Angriff brauchst, um die letzten Lebenspunkte des Gegners runterzuballern. Das ist also schon mal einiges und man merkt, dass das sehr starke Kontersystem von Mechabellum sehr darauf ausgelegt ist, sich gegenseitig clever ausspielen zu können. Es gibt Einheiten, die sind gut gegen starke Einzeleinheiten, es gibt Einheiten mit viel Flächenschaden, soweit so grundlegend, aber genauso wichtig ist die Positionierung deiner Einheiten. Wenn der Gegner zum Beispiel starke Artillerie hat, dann bringt ihm das gar nichts, wenn du in die vorderste Frontlinie schnelle kleine Kriecherbots postiert hast,
die schneller vorankommen, als die Raketen an den Zielort einschlagen, sodass die ständig daneben gehen. Du konntest nicht nur durch deine Komposition, du konntest auch durch deine Aufstellung oder durch Flankenangriffe, was du auch machen kannst, aber dabei sind deine Einheiten dann kurzzeitig verwundbar. Du kannst sie rechts oder links von der gegnerischen Front statt vor sie postieren, da müssen sie sich aber kurz erst rein teleportieren. Wenn der Gegner das antizipiert, hast du Einheiten verschwendet, die dann recht leicht ohne Gegenwehr vernichtet werden können. Und selbst das ist alles erst der Anfang, denn dann gibt's auch noch die Einheiten-Upgrades. Jede Einheit hat bis zu 4 verschiedene Upgrades, die du im Laufe der Schlacht kaufen kannst, um auf verschiedene Situationen zu reagieren. Manche sind recht simpel, wie zum Beispiel einfach mehr Schaden oder sowas. Aber viele verändern auch die Funktion der Einheit oder geben ihr sogar die Möglichkeit, auf völlig neue Bedrohungen zu reagieren. Zum Beispiel kannst du den kleinen Kriecherbots von eben auch noch ein Upgrade kaufen, dass sie sich unter der Erde zum Feind durchgraben. Dann sind sie schneller und erleiden weniger Schaden auf dem Weg, was es ihnen noch leichter macht, Feindbeschuss abzufangen und ihn abzulenken von deinen stärkeren, wertvolleren Einheiten oder natürlich auch einfach schneller in den Nahkampf zu kommen. Oder du kannst deinen kleinen Kriechern befehlen, dass sie, wenn sie Gegner töten, neue Kriecher produzieren, was es ihnen leichter macht, einen Kampf der kleinen Mini-Armeen zu gewinnen, weil du dann zahlenmäßig überlegen bist. Es gibt Sachen wie Luftabwehrwaffen für Einheiten, die sonst keine haben. Und so kann man auf sehr viele unterschiedliche Wege auch auf die Komposition des Gegners reagieren und seine Armee so anpassen, dass sie das kontert, was der Gegner vielleicht dir vorsetzt oder was du denkst, dass er dir vorsetzt. Und das sorgt für sehr dynamische Multiplayer-Partien, wo du die ganze Zeit Kopfspiele mit dem anderen spielst, weil du denkst, okay, er hat jetzt das, wie kontere ich das am besten? Aber rechnet er vielleicht damit, dass ich diesen Konter nehme und kauft sich gerade schon in seiner Runde den Gegenkonter dazu? Wenn ja, kann ich ihn überraschen und 4D-Schach spielen und den Konter zu dem Konter kaufen, was er denkt, dass ich bauen würde? Oder habe ich jetzt 4 Schritte zu weit gedacht und der Gegner baut einfach das, was ich zuerst gedacht hatte und mein super 4D-Schachkonter kontert gar nichts von ihm, weil er nicht das kontern wollte, was ich kontern wollte? Ja, ihr seht schon, das ist so ungefähr der Gedanke bei einer Partie Mechabellum. Genauso wie du oft den Gedanken hast, oh Gott, wie soll man das denn kontern, bis du es selber spielst und merkst, ah, okay, doch, nee, es gibt richtig gute Konter. Ich hätte es nur besser spielen müssen, ich hätte nur rausfinden müssen, was das ist. Und das ist alles noch, bevor du im Menü siehst, dass auch noch die Einheiten Loadouts haben. Also diese 4 Upgrades, die du zur Auswahl hast, die kannst du auch noch vor der Schlacht anpassen. Jede Einheit hat eigentlich mehr als das. Und das heißt, es kann sogar sein, dass dein Gegenspieler mit der gleichen Einheit unterschiedliche Dinge machen kann als du, weil er unterschiedliche Upgrades hat. Es hilft dabei sehr, dass Mechabellum immer sehr transparent ist. Du kannst immer sehen, was der Gegner hat und welche Optionen er hat. Und was die Upgrades zwischen den Runden angeht, kriegen auch beide Spieler die gleiche Auswahl. Das heißt, auch da kann man wieder so ein bisschen, okay, ich kann mir überlegen, was wird er wohl nehmen, was passt zu seiner Strategie, was passt zu meiner. Und so immer versuchen, einen Schritt voraus zu sein. Es ist eigentlich einen Schritt voraus sein, das Spiel, würde ich behaupten. Und damit denke ich durchaus für Strategen, die vielleicht selbst auf den ersten Blick mit dem neumodischen Wort Otto-Battler nichts anfangen können. Weil so einer war ich auch. Ist erstmal jetzt nicht unbedingt ein Genre, das mich super viel angesprochen hat davor. Aber das hier hat mich dann doch ganz gut gekriegt. Und wenn man sich so Twitch und YouTube der letzten Monate anschaut, nicht nur mich. Hat es euch denn auch gekriegt? Dann sagt mir sehr gerne Bescheid. Schreibt mir eure Meinung zu Mechabellum, wenn ihr es schon gespielt habt. Oder verratet mir eure besten Strategien, damit ich vielleicht noch ein bisschen was lernen kann. Dann habe ich ja auch was noch davon. Ne? Das wäre doch was. Und wenn ihr am Zahn der Zeit bleiben wollt und immer die aktuellsten Strategiespieltrends genau dann mitkriegen wollt, wenn sie passieren, dann guckt doch vielleicht mal bei Maurice Weber auf Twitch vorbei. Ich streame Dienstag bis Samstag ab 13 Uhr alles, was das Strategenherz begehrt, und würde mich freuen, euch dort begrüßen zu dürfen. Ansonsten sage ich einfach vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.